Oha. So. Wieder nichts geschehen, aber weiter geht's. Wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Beziehungsweise ich mache weiter und ihr guckt einfach nur wieder zu. So wie immer halt, ne? Ja, das Haus da hinten, das muss noch ausgebaut werden, das weiß ich aber selber. Wir gucken erstmal nochmal im Keller nach. So, auch hier hat sich nichts getan. Ich habe noch mal ein bisschen überlegt. Eigentlich wäre es ja doch ganz geil, wenn der Gang bzw. der Keller hier mit 5 breiten Abständen arbeiten würde. Einfach deswegen, wenn man dann hier oben dann doch was reinhängen kann. Da habe ich dann überlegt und überlegt und überlegt. Und ihr seht schon, ich habe die Axt gezückt. Die Axt. Ist richtig. Und du bist ein Idiot! Oh nein, da ist er wieder. hab die Spitzhacke gezückt und werde jetzt einfach hier einmal diese Wand nochmal rausrupfen und diesen ganzen blöden Gang einfach einen breiter machen. Sieht einfach besser aus, das ist alles. Na, deswegen kommt das jetzt hier alles einfach einmal weg. Und ja, wird quasi um einen verbreitert, um dann da auch ein vernünftiges Design zu machen. Dachte erst so 4 reicht eigentlich ja schon irgendwie, ne, weil der Keller ist ja nun auch nicht so riesig wie der andere. Der übrigens, wenn man es ganz genau nimmt, ich laufe mal eben hin, der übrigens eigentlich gar kein Keller ist. Ja, also hier ist von draußen kommt man rein und geht dann hier direkt in diese, ja, Halle. Weil Keller ist unterirdisch und das ist ja nun, ja. Gut, es ist, wenn man es ganz genau nimmt, hier ein so ein Streifen, eine Ebene von Notes, ist es tiefer. Zählt das schon als Keller oder ist das ein Hochparterre oder ist das ein Parterre oder ist das sonst irgendwas? Ich weiß es nicht. Tatsache ist, das ist hier zu schmal. Nur ansonsten war es ja in Ordnung, aber das Ganze wird einfach einmal einen breiter gezogen. Eben um dann, wie schon gesagt, vernünftiges Design reinzubauen. Aber das passt dann sonst auch so weit. So, heute mal übrigens kein Energy Drink. Den habe ich schon intus. Es steht ein Kakao auf meinem Tisch. Und diesen Kakao werde ich im Zuge dieser Folge vernichten. Ich werde ihn austrinken, durch den Strohhalm saugen. Oh, er hat saugen gesagt. Ja. Gut, die Wand muss auch noch raus, weil da ist dann nachher die. Ach ja, das war irgendwie, hatte ich ja zugebaut, weil Loch und so, ne? Oh, dieser scheiß Gravel. Dann hatte ich im Forum gepostet, im Nein-Test-Forum, dass da wohl irgendwie mit Carbon so ein bisschen irgendwie und Home-Dekor und Fehlermeldung und alles ist irgendwie so ein bisschen kaputt und es ist doch alles irgendwie scheiße. Hab natürlich ein hochprofessionelles, ja, sprechen, ne? Ich habe dann einen hochprofessionellen Bug-Report geschrieben im Sinne von, es geht nicht, es ist kaputt, guck dir das mal an, danke. Ja, da ist natürlich noch nichts drauf geschehen und habe ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt, Carbon ist also so ein bisschen in Anführungszeichen veraltet. Ich habe daher überlegt, ob ich vielleicht das, was ich hier aufnehme, oder generell, was ich in meinen Tests so mache, ob ich das vielleicht ohne Carbon machen sollte. Ganz einfach deswegen, weil wenn ich versuche, alles mal auf den aktuellen Stand zu bringen, ja, Fehlermeldung und so, es funktioniert nicht. Es lässt sich nicht vernünftig updaten, startet nicht vernünftig und ist letztendlich nicht vernünftig nutzbar. Und das ist natürlich scheiße, dass da irgendwie so ein Spiel mich daran hindert, Mods zu updaten. Also der Home-Decor-Mod macht da halt so ein bisschen, oder Carbon macht halt so ein bisschen und Home-Decor-Mod sagt dann, ist kaputt. Und ja, es hängt laut Rückmeldung im Forum irgendwie mit Carbon zusammen. Konnte da auch schon nachvollzogen werden. Männchen. Gut, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Ah, so. Konnte da auch schon nachvollzogen werden. Also das scheint wohl doch irgendwie wirklich mit Carbon zusammenzuhängen. Ist ein bisschen schade, weil eigentlich ist es ja ganz geil. Aber wenn halt alles nichts hilft, dann ja. Muss ich mal schauen, ob das Carbon-Let's Play ohne Carbon möglich ist.
wäre natürlich ein bisschen blöd, aber wenn es halt nicht anders geht, bitte, dann ist es eben so. Weil, ich meine, so Texture Pack und so, das ist alles sowieso unabhängig updatebar. Diese ganzen anderen Dinge mit dem Essen und Trinken, das ist auch alles in einzelnen Mods vorhanden. Also generell ist es so, dass das auch Fail. Die müssen auch alle ein breiter hier, ne? Generell ist es so, dass diese ganzen Sachen natürlich auch ohne ohne Carbon als Mods verfügbar sind. Weil diese Spiele für Mindtest sind ja letztendlich auch nur, wenn man es will, in Anführungszeichen nur Sammlungen von Mods mit noch verschiedenen Optionen dazu. Und von daher sollte das doch möglich sein, das, was Carbon macht, auch ohne Carbon hinzubekommen. Was natürlich ein bisschen schade ist, aber wie gesagt, wenn es nicht anders geht, dann ist es halt so. Weil ich werde bestimmt nicht mir... mach ich denn da? Ja. Ach ja. Ich werde bestimmt nicht mir irgendwie so die Updates untersagen. Oder eben die Updates nicht durchführen, weil eben Carbon dann da irgendwie das Problemkind ist. Sehe ich einfach nicht ein. Deswegen werde ich dann im Zweifelsfall halt sagen, gut, okay. Das ist schön, aber wenn es nicht geht, dann fliegt es halt raus. Also für alten Kram nutzen, das finde ich halt nicht so geil. Ja, und wenn irgendwie eine neue Version da ist, bin ich auch gerne dann bereit zu gucken, dass das irgendwie anderweitig zum Laufen zu bekommen ist. Ja, ich würde gerne helfen, da irgendwie vielleicht Bugfixing zu betreiben, aber da bin ich leider einfach nicht genug drin in der Mindtest-Entwicklung, da kann ich gar nichts zu sagen. Ich würde es nachher nur noch kaputt machen. Kaputt. Mit bösester Absicht kaputt machen. Kaputt, kaputt, kaputt. Alles kaputt. So. Ja, das ist so, das ist so, das ist so, das ist so. Das heißt, hier oben ist egal, hier ist er eh nur 4. Der ist ein bisschen kleiner hier oben einfach, der Gang. Fertig, aus. Fangen wir hier an und gehen dann in 5er Schritten quasi runter. So, muss ich mich ein bisschen beeilen hier, weil 20 Minuten, ich will es nicht wieder übertreiben. Bin übrigens gleich wieder mal hinüber. Muss mir da dann gleich erstmal nochmal Nachschub holen. So. Ah ja, und dann hatte ich noch einen Grund, der mich so ein bisschen von Carbon absehen lässt, sag ich mal, oder ich würde es verschmerzen, wenn ich es nicht mehr nutzen könnte. Anderer Grund ist ganz einfach, es gibt noch eine andere Mod für Mobs. Und die ist doch irgendwie, auch wenn die Mobs hier schon geil sind, die ist doch irgendwie ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Da ist ja das bei Meldrian immer, der hat da ja auch das Spiel ein bisschen gemoddelt. Und der hat halt nochmal so ein bisschen andere Mobs, die ich eigentlich ganz cool finde. Ja, mit Schafen und diese Zombie-Viecher und irgendwelche Geister. Das ist schon geil, vor allen Dingen sind die nicht so brutal schwer und brauchen nicht irgendwie 200 Schläge und man selbst verreckt dann währenddessen. Muss ich mal schauen. Also jetzt hier aktuell ist es noch Carbon. Aber wie schon gesagt, im Zweifelsfall langfristig, wenn es halt nicht geupdatet wird jetzt irgendwann, bis, ich sag mal, vielleicht nächste Woche oder so, dann muss ich mal gucken, dass es auch ohne läuft, ne? Also, da führt dann ja auch kein Weg dran vorbei. Zack, so. Da habe ich nun keinen Platz mehr für. Warum sind die eigentlich nicht ordentlich? Also, das fehlt auch noch so ein bisschen, ne? So ein vernünftiges Inventar und so, das wäre schon ganz geil. Zack, zack, zack. Erstmal wieder alles dicht machen hier. Bap, 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 bap. Ich hab doch hier. Wollte gerade sagen, ich hab doch welche gemacht. So. Oh, ey. Scheiß Treppen weg. Boing. Ja, das passt soweit. Zack, zack. Da muss wieder einer rein. So, ich versuche übrigens ein bisschen, man hört das vielleicht jetzt schon, ein bisschen lauter zu sprechen, ganz einfach, weil es dann hinterher ein bisschen besser filterbar ist und bearbeitbar ist. Weil
Ja, dieses Noise Gate, das macht es halt auch möglich, irgendwie so. Also Noise Gate ist ein Filter-Plugin für Audacity. Und das macht halt möglich, leisere Geräusche rauszufiltern. Filtert eben halt auch Sprache dann raus, wenn man ein bisschen leiser spricht. Deswegen werde ich in Zukunft wohl ein bisschen lauter sprechen müssen und zwischendurch mal Luft holen, während ich spreche. Das wäre auch eine ganz gute Idee, aber warum sollte ich Luft holen? Ich kann ja auch ohne Luft holen. Oh, du Idiot, Alter. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Hast gedacht, bist mir losgeworden, ne? Scheiße. 2, 3, 4, 5. Das heißt hier ein weiter. Tam, bam, 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 bam. Können wir den hier oben auch nochmal wegholen? So, rein damit. Und rein damit. So. Man hört die Maus klicken, ne? Das lässt sich auch nicht ändern. Die Maus ist in Ordnung, die will ich auch nicht aufgeben. Tastatur baue ich ja immer um, wenn ich meinen Test aufnehme. Weil die Model M doch sehr laut ist. Und ich klicke mal eben, ne? Na, also, ja, weiß ich nicht, ne? Und dagegen dann die andere. Man hört es ein bisschen, ne? Also, ja, aber Model M ist halt zum Arbeiten, sag ich mal, und zum Coden wirklich die beste Tastatur, die man kriegen kann. Gut. Ja, fast. Mit dem Schraubendreher, das habe ich übrigens noch nicht rausgefunden. Ich habe da aber auch nicht weiter geschaut. Aber es stört mich nicht weiter. Es ist in Ordnung. Und es ist nicht mehr so ganz irritierend. War das richtig so, ne? Ja, doch, hier. Gut, es sieht jetzt hier halt so ein bisschen scheiße aus, ne? Aber ja, das sieht auch scheiße aus. Aber es lässt sich nicht ändern, das ist halt so. Zack. Und plopp, 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 plopp. Ja, genau. Oh, du Idiot. Ich kann's nicht lassen, ich kann's nicht lassen. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt hier, ne? So, hatte ich das nicht gerade erst neu gebaut, gerade eben vor ein paar Sekunden? Erstmal einen Schluck Kakao trinken. So. Ja, das Kakao sorgt halt. Das Kakao? Das Kakao? Apropos, gibt ja Leute, die sagen, das Kommentar. Kennt ihr, ne? Ich meine, Leute, die das Kommentar sagen, sagen auch die Wiki. Wenn ich das sehe, ich könnte jedes Mal an die Decke springen. Aber so ist das halt. So, ab und an mal tief Luft holen, weil viel reden und so, ne? Ich will die Steine da oben haben. Gib das her, so. Zack, zack. Hier gleich. Ja, genau. Mit der Fackel die Steine abbauen. Natürlich, natürlich. Zum, zum. Wo sind wir denn gerade? 13 Minuten. Läuft. Also. Hierzu. Hierzu, hierzu, hierzu. Ja, hierzu, ne? Nee, hier nicht zu. Doch, hierzu. So, 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 so. Da oben ist es finster. Da gehe ich mal eben gucken. Was machen wir denn hier? Machen wir hier zu, ja, ne? So. Pass mal auf. Geht nicht, aber hier geht, ne? Irgendwie ging das doch, dass man dann. Genau, so, wollte gerade sagen. Dunkel. Ja. Dann machen wir hier vernünftig. Eieiei. Zack, zack, zack. So. Also immer wenn ich irgendwie das Bauen kommentiere und das später beim Schneiden und Bearbeiten mir anschaue, es fühlt sich immer so ein bisschen so an, als wenn es zeitverzögert wäre, aber der Kommentar kommt halt einfach immer zu spät. Nur deswegen nicht wundern, es passt alles. Gut, so, da ist offen, da ist offen. Jetzt ist natürlich die Frage. So, so und
So, oder was? Müsste ja eigentlich hier, ne? So. Doch, so, ne? Also 3-3-3, okay. Kommt dann hier auch in die Wand rein gleich. Die mache ich erstmal hier weiter auf. Doch. Mache ich hier erstmal weiter auf. War gerade kurz irritiert. Ich hatte ja hier oben mich gerade hochgebaut. War das das überhaupt? Nein. So, okay. Zack, zack, zack. Dann ist mir was total Lustiges passiert, beziehungsweise was total Lustiges gesehen. Man soll ja Leute nicht nach ihrem Aussehen beurteilen. Gerade irgendwie fremde Leute nicht, weil unhöflich und eigentlich auch völliger Schwachsinn. Trotzdem gibt's doch diese Art von, wie drücke ich das am besten aus? Ah, diese Art von Menschen, die so ein, ja, wo man weiß, gut, okay, die sind nicht unbedingt, ach, die haben, ja, kann man, ich will auch niemanden beleidigen oder jemanden das unterstellen. Vor allen Dingen den betroffenen Personen nicht, die dieses hier wahrscheinlich eh nie sehen werden. Aber es gibt ja Menschen, die sind nicht unbedingt mit dem größten Löffel gefüttert worden, sag ich mal. Die halt nicht so ganz den Bildungsstand haben von Leuten, die diesen Bildungsstand halt eben haben. Das ist. Ich will es auch nicht mal unterstellen, aber sagen wir, wie es ist. Es gibt Leute, denen sieht man einfach 5 Kilometer gegen Wind an, dass sie dämlich sind. Also, solche Leute habe ich gesehen, sind mir aufgefallen. Ich saß in der Bahn, in der S-Bahn, zur Arbeit halt ganz normal, morgens halt, es ist voll, es ist eng, es dauert alles lange, die Bahn fährt alle 2 Minuten. Ist ja erstmal völlig in Ordnung. Ja, dann, wenn man das weiß, kann man sich darauf einstellen. Dann ist nämlich, was mache ich denn hier überhaupt? Dann ist nämlich alles im grünen Bereich und wunderbar und S-Bahn fahren ist toll. Wenn man das nicht weiß, dann rennt man von der Treppe zum Bahnsteig zur Bahn. Das ist auch erstmal okay, wenn man es eilig hat und genau weiß, scheiße, man ist zu spät und ich muss diese Bahn unbedingt bekommen, sonst bekomme ich meinen Anschlussbus nicht und darf eine halbe Stunde auf dem Bahnsteig stehen. Ist auch in Ordnung, kann man auch machen. Allerdings, jeden Morgen, ich sehe jeden Morgen dieselben Leute, die rennen zur Bahn. Ernsthaft. Ich meine, ernsthaft. Ihr wisst, die Bahn kommt alle so und so 4 Minuten und spätestens beim zweiten Mal weiß man, wie habe ich das eigentlich da drüben gemacht? Und spätestens beim zweiten Mal weiß man, ach ja, ich fange den Satz nochmal neu an. Und spätestens beim zweiten Mal weiß man dann quasi, gut, okay, na, einen Moment mal, das funktioniert hier nicht. Fenster. So, ne? Ich meine, der Dreierbalken, der wird oben anstoßen. Ich glaube mal, so ist schon okay. Ja, ich denke, so ist das okay. Hier ist halt Treppe und so. Also, was ich sagen wollte. Spätestens beim zweiten, dritten Mal weiß man gut, okay, die Bahn kommt dann und dann. Und wenn ich in den und den Bus steige, dann kriege ich die und die Bahn noch. Dann gibt's Leute, denen ist das egal und die rennen halt alle Tage jedes Mal aufs Neue zur Bahn, weil sie genau wissen, oh Scheiße, wenn ich einen Bus eher nehme, kriege ich die Bahn vielleicht noch, will aber keinen Bus eher nehmen, weil ich dann ja 5 Minuten eher aus dem Haus gehen muss. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, davon abgesehen, bin in der Bahn und höre schon irgendwie im Hintergrund zwei oder drei, ja, junge Damen, junge Frauen, Mädchen. Es ist ja alles nicht mehr so ganz eindeutig erkennbar, weil, ja, auf jeden Fall drei weibliche Personen kreischend und wild gestikulierend zur Bahn hechten. In dem Moment, eine Sekunde bevor, oder 2, 3 Sekunden, bevor die Personen den, ja, den Eingang der U-Bahn erreichen,
passiert's. Ich höre nur. Oh, scheiß. Nee, was war's? Was hat sie noch gesagt? Oh mein... Aber ganz nüchtern hat sie es gesagt. Oh mein Gott, scheiße. So ganz nüchtern, ganz kühl, ohne Emotionen. Alle drei bleiben stehen. Die Türen schließen sich und die Bahn fährt ab. Es ist eigentlich traurig, aber ich musste so ein bisschen lachen. Weil genau in dem Moment, wo die drei halt von der Treppe zur Bahn springen wollten, ist einer von den drei das Handy in den Spalt zwischen S-Bahn und Bahnsteig gefallen. Es ist eigentlich total traurig, aber diese Situation war so geil. Die drei rennen zur Bahn. Einer rutscht das Handy aus, bleibt abrupt stehen. Die anderen beiden rennen ihr voll hinten rein. Und ganz eiskalt, oh mein Gott, scheiße. Ich musste wirklich mit mir kämpfen, nicht laut loszulachen. Tut mir leid, Leute, aber das ist so eine absurde Situation. Es war schön, es hat mir Spaß gebracht. ja, man soll sich nicht über andere Leute lustig machen, ich tue es trotzdem. YOLO. Ich glaube, die einen hatte sogar so eine YOLO-Mütze aufgehabt. Ja. Gut, es ist nicht weiter tragisch. Man kann ja Bescheid sagen, kommt halt einer von der Bahn und klettert halt runter und holt das Ding halt wieder raus. Ne? Aber wegen echt irgendwie so 2-3 Minuten später dann die nächste Bahn nehmen, ja, weiß ich nicht. Aber es klingt jetzt vielleicht nicht so dramatisch und ich hätte es vielleicht auch ein bisschen lustiger erzählen können und nicht so lange drum rumreden können. Aber ich fand es sehr amüsant. Eigentlich gemein, aber trotzdem. Gut, so. Die Zeit gut rumgebracht. Guck mal hier, das Ding ist schon fast fertig. Hier muss ich dann 2 zurückgehen, dann fangen wir nämlich hier mit dem Keller quasi schon an. Dann wird er hier einfach ein Stückchen größer. Hier hinten mit der Treppe. Ich hoffe ja, das geht genau auf, dass die hier bleiben kann. Ansonsten wäre ja hier noch eine Möglichkeit, eine Treppe runterzubauen. So, 22 Minuten. Den anderen Teil oder weiteren Teil, Ausbau, machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Und, doch. Nee, diesmal mache ich keine Stundenfolge. Das war einfach doch ein bisschen sehr lang. Es ist zwar immer wieder lustig und vor allen Dingen, wenn ich dann gerade so langsam warm werde, ist dann schon wieder Feierabend. Nichtsdestotrotz, der Gang so ist natürlich ein bisschen geiler. Nur dann kann man nämlich hier schön... Ich hole die immer eben kurz noch raus und dann machen wir wirklich mal Schluss. Ja, dann können hier nämlich schöne Kronleuchter dran. Die werde ich dann wohl direkt irgendwie dranhängen oben oder zumindest nicht so weit abhängen wie in dem anderen Keller. Weil hier das einfach ein bisschen ja, niedriger ist. Nee, ich muss zu, ne? So. Da. Jetzt habe ich echt 10 Minuten lang gebraucht für eine Geschichte, wo einer jungen Dame das Handy in den Schlitz gefrutscht ist. Oh Gott, das klingt falsch. Ja, gut. Ich habe fertig. Nächste Woche geht's weiter. Hier oben zumachen, schön machen und alles hübsch und toll machen. Und ja, dann gehe ich mal eben nochmal wieder raus. Wir müssen ja da anfangen und aufhören, wo sich's gehört. Hier vorne vorm Haus. Also, das kommt irgendwann mal dran, wenn der Kellerausbau fertig ist. Das muss auch noch eingerichtet werden. Die Viecher muss ich auch noch irgendwie integrieren. Dann schaue ich mal zu nächster Woche, wenn es Updates gibt, ob es funktioniert. Ansonsten, ob es auch ohne Carbon klappt. Wenn was einmal generiert ist, wie die Katzen hier, die bleiben natürlich. Und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Restwochenende, eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Tschö!